Erneut legen sich die Landtagsabgeordneten ordentlich ins Zeug und debattieren, was selbiges hält, um sich ihren zukünftigen potenziellen Wählern möglichst eindrucksvoll zu empfehlen. Der Landtag in Potsdam ist dafür natürlich der beste Ort. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Brandenburger Land. In unserem ersten Beitrag macht sich die CDU an ein Thema heran, das sie vielleicht noch vor kurzer Zeit lieber der AfD überlassen hätte. Brandenburger vor Einbrechern und Diebesbanden schützen, Schutz und Kriminalpolizei stärken, heißt der Antrag der CDU. Klingt irgendwie recht konservativ. Und ich sage Ihnen, Herr Innenminister, sehr viele Opfer von Einbrüchen und Diebstählen in Brandenburg fühlen sich eben nicht mehr ernst genommen, wenn gar keine Kriminalpolizei mehr vor Ort ist und nicht mehr zum Tatort kommt. Seit dem Jahr 2010 hat sich in Brandenburg die Schadenssumme bei Wohnungseinbruchsdiebstählen auf 11,2 Millionen Euro im Jahr 2015 fast verdoppelt, während aber die Aufklärungsquote in diesem Phänomenbereich um gut 10% auf nur noch 16,7% im Jahr 2015 gesunken ist. Wir nehmen die Bürgerinnen und Bürger ernst, die hier tatsächlich einen berechtigten Anspruch auf Schutz haben. Wir nehmen aber auch uns als Politik ernst. Personal wird im Haushalt beschlossen, der steht heute nicht zur Debatte. Und wir nehmen aber auch die Polizei in diesem Land sehr ernst, die hier einen wichtigen Job macht. Bei den Wohnungseinbrüchen, da sieht es so aus, dass seit 2010 die Anzahl der Wohnungseinbrüche in Brandenburg um 56,3% angestiegen ist. Die Aufklärungsquote im Land Brandenburg fiel auf rund 16,4%. Und das Schlimmste ist, die Verurteilungsquote, die liegt bei 3%. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis der rot-roten Sicherheitspolitik hier im Land Brandenburg. Der Personalabbau bei der Polizei ist im vergangenen Jahr bei einer Personalstärke von über 8.113 Stellen, gestoppt worden. Das sind die Fakten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU versucht mit ihren Anträgen, mit ihren zahlreichen Anträgen, ein ganz anderes Bild zu vermitteln. Ein Bild von einem unsicheren Brandenburg mit einer handlungsunfähigen Polizei. Jetzt nimmt sich die CDU-Fraktion vor, die Brandenburgerinnen und Brandenburger vor Einbrechern und Diebesbanden zu schützen und das mit der gewohnten Arroganz und Radikalität und mit wenig Realitätssinn. Gegenwärtig haben wir 8.113 Polizeistellen. Und weil wir die Sorgen der Menschen auch zukünftig sehr ernst nehmen, werden in den gegenwärtigen Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2017 und 2018 diese Stellen nicht nur nicht weiter abgebaut, sondern gehen Sie bitte davon aus, dass wir die Stellenanzahl in der Polizei erhöhen werden. Herr Scharfenberg, wissen Sie, Sie haben heute das gemacht, was Sie mal gelernt haben. Sie haben sich aus der Statistik mal was gegriffen, was Ihnen gerade so passt. Wenn Sie an einer sachlichen Diskussion zum Thema interessiert sind, dann stimmen Sie gleich der Überweisung in den Ausschuss zu und dann können wir da nochmal in die sachliche Diskussion einsteigen. Die CDU-Fraktion beantragt die Überweisung Ihres Antrags Drucksache 64220 Brandenburger Vereinbrecher und Diebesbanden schützen, Schutz und Kriminalpolizei stärken an den Ausschuss für Inneres und Kommunales. Wer möchte diesem Überweisungsantrag zustimmen? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Überweisungsantrag abgelehnt. Der ausführliche und sachlich behandelte Antrag der CDU-Fraktion wurde erwartungsgemäß abgelehnt. Die Flüchtlinge sind in Brandenburg angekommen und sorgen gerade in der ländlichen Region für ein zumindest belebtes Straßenbild. Für die Umsetzung der Abschiebung ausreisepflichtiger Personen aber ist nicht das Land, sondern sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.
Im Falle des folgenden Antrages der AfD-Fraktion möchte die Partei eben jene Zuständigkeit der Vollziehung der Abschiebung von der kommunalen auf die Landesebene übertragen wissen. Die AfD begründet ihren Antrag unter anderem damit, dass die Kommunen keine Möglichkeiten hätten, umfassende Kompetenzen aufzubauen, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Der übergroße Teil unserer Bevölkerung ist bereit, Kriegsflüchtlingen zeitweilig notwendigen Schutz zu bieten. Diesen Schutz aber über den Rand des Rechtsstaates hinaus für multikulturelle, demografische oder fachkräftesichernde Maßnahmen zu instrumentalisieren, wird von einem zunehmenden Teil der Bevölkerung auch in unserem Bundesland kategorisch abgelehnt. Meine Damen und Herren, übernehmen Sie wieder die politische Verantwortung, machen Sie die Abschiebung wieder zu einer Landesaufgabe und zeigen Sie damit den Bürgern, dass es Ihnen mit der Flüchtlingspolitik um die Hilfe für Menschen wirklich wichtig ist und nicht um eine versteckte Zuwanderung. Meine Fraktion lehnt diesen Antrag selbstverständlich ab. Die AfD scheint immer noch nicht verstanden zu haben, dass einer Abschiebung oft rechtliche oder tatsächliche Vollzugshindernisse entgegenstehen, wie zum Beispiel eine Bindung an minderjährige Kinder, Reiseunfähigkeit, Krankheit, fehlende Papiere oder unterbrochene Verkehrswege. Eine Übertragung der Zuständigkeit des Abschiebevollzugs auf die Landesebene würde am Bestehen dieser Vollzugshindernisse überhaupt nichts ändern. Abschiebung bedeutet auch, in der Fläche tätig zu werden, um abzuschiebende Personen zu Hause oder anderswo abzuholen. In einem Flächenland wie Brandenburg würde dies lange Wege bedeuten. Soll eine zentrale Landesbehörde diese Aufgabe übernehmen, benötigte sie auch hierfür einen deutlichen Zuwachs an Personal, denn einen großen Anteil der Arbeitszeit würde dieses Personal auf unseren Straßen verbleiben müssen. Im Punkto Abschiebung ist Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist ein SPD-Ministerpräsident am Werken. Und dort hat die Kompetenz für die Abschiebung auch das Land. Also ist damit zu ersehen, dass es immer auf den Willen der Politik ankommt, so etwas durchzuführen. Und den Willen spreche ich der Landesregierung und auch leider den allermeisten Landräten in unserem Bundesland ab. Wir stimmen ab über den Antrag Drucksache 6-3534 Neudruck der AfD-Fraktion Vollzug der Abschiebung auf Landesebene. Die auf Sie fragen, wer möchte diesem Antrag zustimmen? Danke, wer stimmt dagegen? Auch der Antrag der AfD wurde eher erwartungsgemäß abgelehnt. Die Aktuelle Stunde vom Donnerstag, den 9. Juni, galt der bevorstehenden Verwaltungsstrukturreform. Dazu reichte die CDU-Fraktion einen Antrag ein. Sie möchte die Verwaltungsreform neu denken, Kooperation statt Zwangsfusion. In diesem Antrag werden verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, ein schwerer Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung beklagt und auch, dass sollte die Kreisgebietsreform wie bisher geplant umgesetzt werden, das Demokratieprinzip beeinträchtigt wird. Meine Damen und Herren, in allen Landkreisen, in allen 4 kreisfreien Städten ist das, was Sie vorhaben, von SPD und Linke durchgefallen, in den Stadtverordnetenversammlungen, in den Kreistagen, bei den Landrätinnen und Landräten, bei den Oberbürgermeistern und im Innenausschuss. Ich möchte nicht verabsäumen, das gehört ja dann auch zur Situation, es gab einen einzigen, der die Reform gut fand, der sie vehement verteidigt haben, und das war Minister Gerber, Ihr Gegenkandidat als Landesschatzmeister, Dr. Senf aus Falkensee. Meine Damen und Herren, in der vergangenen Legislaturperiode hat der Landtag auch mit den Stimmen der CDU den Beschluss zur Einsetzung einer Enquetekommission Kommunal- und Landesverwaltung bürgernah, effektiv und zukunftsfest Brandenburg 2020 gefasst. Nach über 2 Jahren hat die Kommission einen vielbeachteten Bericht vorgelegt, der breite Zustimmung im Parlament fand. Dieser Bericht hat die Notwendigkeit umfassender Veränderungen eindeutig herausgestellt. Mit Ängsten, die bewusst geschürt werden, mit Emotionen und falschen Behauptungen, ist zugegeben schwer umzugehen. Daher sei mir die Frage erlaubt, was passiert, wenn die Reform scheitert, was einige zweifellos wollen. Die Aufgaben und Personalkosten der Landkreise und kreisfreien Städte bleiben gleich, aber ihre Bevölkerung nimmt
regional unterschiedlich schnell ab. Der Herr Minister Schröder hat ja als einziger seiner Art wahrscheinlich etwas gehört in all den Ausschusssitzungen und Anhörungen, die wir hatten, in den Dialogen. Sie haben etwas gehört, was niemand gehört hat. Sie hörten weg. Daher können wir ablesen, dass Sie es mit Demokratie nicht so ernst nehmen. Er nimmt es ja jetzt nicht ernst, er telefoniert ja. Freiheit ist für mich nämlich eines der schönsten Worte der deutschen Sprache. Wir haben dies letzte Woche erlebt, wie sich über 1000 Menschen versammelt haben, um für ihre Kreisfreiheit zu demonstrieren. Und das war dem Herrn Schröder nicht mal wert, ein paar Meter zurückzulegen vor den Anhörungen, um sich das mal anzuhören, was die Leute über das Thema Freiheit zu sagen haben. Die CDU singt das Hohelied der interkommunalen Kooperation, mit der die vorhandenen Probleme gelöst werden sollen. Dabei wissen auch Sie, dass das Potenzial interkommunaler Zusammenarbeit eben nicht das Allheilmittel ist, sondern deutliche Grenzen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man Reformbedarf anerkannt hat, dann muss man auch handeln. Wir wollen eine Reform, die die kommunale Selbstverwaltung stärkt und leistungsfähiger macht. Politik lässt Dinge gelegentlich zu lange im Brutkasten und fasst sie erst dann an, wenn sie nicht mehr gestaltet und nicht mehr vernünftig gelöst werden können, sondern bis man den Dingen grundsätzlich hinterherläuft. Und deshalb ziehe ich den Hut vor den Damen und Herren, die den Mut haben, rechtzeitig zu gestalten, vor der Lage die Entscheidungen zu treffen und nicht erst zu warten, bis das Kind im Brunnen liegt, bis wir nur noch reaktiv die Dinge hier anfassen können, denn dann wird alles nur noch in Hektik und deshalb nicht mehr gründlich erarbeitet. Sie machen dieses Reformprojekt, weil Sie nicht den Mut haben, weil Sie nicht den Mut finden zu sagen, wir sind auf dem falschen Weg. Wo sind denn die Probleme im Land, Dr. Scharfenberg? Wo sind denn die Probleme im Land? Schauen Sie, Minister Baske, 1000 Lehrer, Stundenausfall, nicht in den Griff gekriegt. Der neue Minister Ludwig geht mit 4 Forderungen in die Justizministerkonferenz und läuft voll vor die Pumpe. Nicht eines dieser Vorhaben wird umgesetzt. Verkehrsinfrastruktur, schauen Sie sich doch die Situation an. Ungelöst, wir geben kein eigenes Geld aus. Warten die Menschen in Brandenburg wirklich darauf, dass eine Regierung die Zukunft gestalten will, die schon an der Gegenwart scheitert? Kümmern Sie sich doch mal um die Gegenwart. Kriegen Sie doch mal die Probleme in Brandenburg in die Reihe. Die Bedenken der CDU-Fraktion konnten die Mehrheit der Abgeordneten nicht erweichen, dem Antrag zuzustimmen. Stellt man aber als SPD, Linke und Grüne einen gemeinschaftlichen Antrag, hat man ausreichende Mehrheiten bereits von vornherein auf seiner Seite. Wie beim Aktionsplan für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für Selbstbestimmung und gegen Homo- und Transphobie in Brandenburg. Was für ein Titel. Da bringt es wenig, wenn der CDU-Abgeordneten Christi Augustin der Antrag nicht weit genug geht. Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten im Alltag von Lesben und Schwulen zum Besseren gewendet. Und das ist ganz eindeutig das Verdienst der Mitglieder der Community und auch der Parteien mit progressiver Agenda diesbezüglich. Viele strukturelle Diskriminierungen wurden abgebaut, viele Vorurteile entkräftet und viele Verkrustungen aufgebrochen. Es gibt jedoch ebenso viel, was unsere Gesellschaft immer noch ignoriert oder totschweigt. Wir finden, das darf nicht sein und das wollen wir mit einem Aktionsplan ändern. Queeres Leben in der Gesellschaft wird zunehmend akzeptiert. Dennoch gehören Gewalt und Anfeindung nach wie vor zur Erfahrung vieler Schwulen und Lesben. Ihre stärkere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit empfinden immer noch Menschen als Provokation und erreicht es schon, wenn sie Hand in Hand die Straße entlang gehen. Und solange für Schwule, Lesben und Transidente immer noch Beleidigungen, Pöbeleien und gewalttätige Übergriffen zu ihren Alltagserfahrungen gehören, ist es wichtig, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und ein Zeichen zu setzen für ein respektvolles Miteinander. Leider stolpe ich genau hier bei dem nunmehr vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktion und Bündnis 90 Die Grünen. Es gibt einfach einige Punkte, wo er mir nicht weit genug geht, beziehungsweise wo ich einfach den kritischen Blick auch mal drauf werfen muss. Und ich will nur ein Beispiel nennen, gerade am Eingangspunkt, dem ersten Punkt. Die Landesregierung wird aufgefordert, die bereits vorhandenen und vom Land Brandenburg geförderten Aktivitäten durch einen Aktionsplan für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für Selbstbestimmung und gegen Homo- und Transphobie in Brandenburg zusammenzuführen.
Hier torpediert sich der Antrag meines Erachtens von Beginn an selbst, wenn wir nur auf die bereits bestehenden Strukturen schauen. Sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrter Intersternweiblich und sehr geehrter Intersternmännlich. Abgeordnete, starten Sie eine Zwischenfrage? Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Sehr geehrte Intersternmänner, sehr geehrte Intersternfrauen, sehr geehrter Unterstrich Nonnemacher, sehr geehrter Unterstrich Bader und sehr geehrter Unterstrich Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke. Herr Königer, das ist ein durchaus ernstes Thema. Und wenn Sie vielleicht in Ihrem eigenen Erleben, ja, nicht unbedingt persönlich, aber vielleicht im eigenen Umfeld, mit Leuten offen sprechen würden, dann würden Sie vielleicht auch Fälle kennen, wo jemand im Bekanntenkreis irgendwie plötzlich merkt, er ist schwul, er steht auf Männer, oder wo eine Frau merkt, ich stehe auf Frauen. Und Sie würden vielleicht auch wissen, dass diese Leute damit teilweise sehr zu kämpfen haben, sehr darunter zu leiden haben. Dass teilweise Eltern, wenn sie erfahren, dass ihre Kinder homosexuell sind, sich ein bisschen dafür schämen und dass sie auch darunter leiden. Und der Grund, warum die leiden, sind Menschen wie Sie, die Freude daran haben, sich darüber lustig zu machen. Haben Sie aus unserer Fraktion jemanden lachen hören? Ich habe nur, ganz im Gegensatz zu meinen Vorrednern, alle Geschlechter begrüßt. Also wer hier diskriminiert, ist die zweite Frage. Zahlreiche Projekte für und mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und intersexuellen Menschen sind in den letzten mehr als 20 Jahren durch Unterstützung des Landes umgesetzt worden. Zuletzt wehte, das ist vorhin gesagt worden, schon am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, die Regenbogenflagge erstmals vor dem Landtag. Ein starkes Zeichen dafür, dass Intoleranz und Diskriminierung bei uns in Brandenburg keine Chance haben sollen. Ich rufe jetzt den Antrag zur Abstimmung auf, Drucksache 6-4295, wie eben schon vorgetragen. Darf ich Sie fragen, wer möchte dem Antrag in der Drucksache 6-4295 zustimmen? Danke, gibt es Gegenstimmen? Ja, gibt es Enthaltungen? Danke. Damit ist der Antrag bei zahlreichen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Vielleicht etwas ungewohnt sorgt sich die AfD um die richtige Begrüßungskultur im Landtag und belässt es dann beim Begrüßen, nur um den Antrag, bei dem es um die Begrüßten geht, ohne an der Debatte wirklich teilzunehmen, abzulehnen. Mag sich jeder dabei denken, was er oder sie will. Eurokritik gehört zum Kerngeschäft der AfD und für die sorgte dann der Abgeordnete Franz Wiese mit dem Antrag Schuldenübernahme stoppen, der deutsche Steuerzahler haftet nicht für die Geschäftsrisiken von Banken in Griechenland. Erreichen will die AfD, dass die finanziellen Hilfspakete für die Griechenlandrettung gestoppt werden. Jetzt haben sich die Finanzminister der Eurozone auf ein weiteres Hilfspaket über 10,3 Milliarden für Griechenland oder besser gesagt für die Banken geeinigt. Doch dabei wird es nicht bleiben. Es werden noch viele Rettungspakete folgen. Dass die Rettungskaskade gegen geltendes europäisches Recht und gegen die elementaren Interessen des Bürgers verstößt, interessiert in Berlin und Brüssel schon lange keine mehr. Leider, Griechenland ist nicht zu retten auf diesem Weg. Nicht heute und auch nicht 2080. Die Landesregierung muss auf allen Ebenen tätig werden, um eine weitere Schuldenübernahme zulasten der Steuerzahler auch in Brandenburg zu verhindern. Die bisherige Politik des Weiter-so hat den Griechen nicht geholfen, uns Unsummen gekostet und nur die großen Banken haben ihren Reibach gemacht. Dieses Geld ging an das Land Griechenland, an keine Banken, zur Sicherung der Staatsfinanzen, um das Land handlungsfähig zu halten und somit den Aufbau eines effektiven und effizienten Sozialstaates einschließlich einer minimalen Grundsicherung für alle abzusichern. Unter der sogenannten Griechenland-Krise leidet insbesondere die griechische Bevölkerung. Sie hat die Krise aber nicht verschuldet. Hier sind Hilfen gefragt, die vom früheren Staat gemachten Fehler und deren Auswirkungen zu korrigieren. Ich muss sagen, die bornierte Arroganz Ihrer Argumentation ist schwer erträglich, aber Sie sind auf dem Weg zu den 10%. Sie schaffen das auch.
Und es ist Unsinn. Die Masse der Gelder kommt nicht bei den Menschen an. Und wenn das so wäre, hätte auch die AfD damit gar kein Problem. Wenn das Geld ankäme bei den Rentnern, die inzwischen gezwungen sind, sich den Strom abdrehen zu lassen, wäre das überhaupt nicht das Thema, sondern die Masse des Geldes wird natürlich geschluckt von Banken, die völlig verantwortungslos da sich einfach mal verzockt haben. Und deshalb ist das, was Sie sagen, falsch. Und es ändert auch nichts daran, dass Sie jetzt polemisieren. Es ist auch nicht unsubstantiiert, was Herr Wiese gesagt hat, sondern es bringt die Sache auf den Punkt. Und wenn es jetzt darum geht zu sagen, naja, das ist wieder typisch für die AfD, das war gar nicht der richtige Adressat, dann muss ich sagen, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen schmeißen. Alle suchen sich jetzt die Bröckchen raus, weil sie billig zu haben sind. Aber wer bezahlt sie denn? Wie viele Milliarden müssen da noch reingehen? Um der Bevölkerung, Sie sagen, Sie sind sozial, Sie wollen der Bevölkerung helfen. Ja, sagen Sie doch, wie viel Geld wollen Sie denn geben? Das Einfachste wäre, wenn wir jeden Einzelnen, jeden Monat auf sein Konto was überweisen würden. Das wäre besser. Aber solange Sie hergehen und versuchen, das Geld dorthin zu schicken, es ist ja nur eine Farce, dorthin zu schicken, stürzen sich die Banken drauf, weil die sagen, wir haben das Vorrecht. Das ist der ganze Hintergrund gewesen. Schuldenübernahme stoppen. Wer diesem AfD-Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke, Gegenstimmen. Dankeschön. Der Antrag der AfD wurde wieder erwartungsgemäß abgelehnt. Nun, und das war's dann auch schon wieder für die aktuelle Folge von Mein Brandenburger Land. Vergessen Sie nicht, beim RBB Online können Sie alle Redebeiträge aller Abgeordneten anschauen, so Sie sie denn finden. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Mein Brandenburger Land wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und tschüss.